genau gucken, wie viel man da braucht. Aber ich glaube, die 512 EU. Die 512 EU. Die werden wir nicht dafür nutzen. Für was nutzen wir die denn? Eigentlich können wir sie da... Ne, da brauchen wir sie nicht, oder? Ich könnte sie hier benutzen. Jetzt weiß ich nicht, was habe ich denn da für Transformatoren drin? Da habe ich nur so eine Badbox zwischen, okay. Das schafft ihr. Dann nehme ich den hierfür. Dann rücke ich die beiden rüber. Kann ich auch jetzt mal hier machen. Ah, das grüne Holz mit dem braunen Holz sieht auch ganz geil aus. Da. Jetzt machen wir das einmal so. Den hinten rüber. Und den dann hier so auf Eck und dann tun wir hier noch ein Glasfaserkabel und hier kommt jetzt gleich noch so ein High Voltage hin. Dann kann ich das nämlich umwandeln und kann damit die beiden oder die ganzen vier Maschinen da betreiben. Dann würde das auch schon mal laufen. Hätte ich das hier auch vor den Füßen weg. Das will ich auch bald vor den Füßen weg haben, was hier ist. Aber hier produziere ich ja noch nebenbei ein bisschen Zeug. Und nimm erstmal das, was du hier findest. Das soll ja eigentlich auch nicht mehr laufen. Eine Ladestation soll ja auch noch geköftet werden. Das ist Farben. Ich habe Scrapboxen, Scrapboxen. Ich weiß gar nicht, wo die Scrapboxen... Habe ich die denn hier drin? Da sind sie. So... Er braucht, glaube ich, noch einen Moment. Dann können wir gleich noch eine dritte rausnehmen. Arbeitest du noch? Was fehlt dir? Bitteschön. Habe ich keine Kabel mehr? Kein Kupfer mehr? Kopper, Kopper, da habe ich noch Kopper. Wabba. Es fehlt Wabba anscheinend. Der mache ja gerade, mache ich ja gerade. Solarpanels hat er noch. Nein, ich wollte gerade das haben. Danke. Der ist doch hier am Wabba brennen. Da muss ich auch noch ein... Ja, hier so ein... Sag mal schnell, so ein Induction Furnace bauen. Der kommt mir nämlich auch da hinten hin. Dann läuft das noch mal schneller. Haben, den könnte ich in Nacktschutz, könnte ich auch da hinten hinbauen. Bin ich am überlegen. Sehen wir ja. Njo. Hallo Schaf. Genau, meh. Das wäre hier nicht alles schlecht. Jetzt kommen wir gleich Cobblestone entgegen oder auch nicht. Einmal bitteschön. Kommen nämlich kann nicht mehr mit produziert werden. Hier muss ich auch noch eine Verkleidung alles bauen, aber alles erstmal seine Zeit. Seht ihr, also jedes Ding hat seine eigene Reihe hier. Ich habe die mal alle zusammen gemacht, da kommt so viel Cobblestone raus. Seht ihr ab und zu mal so fette Klumpen hier über, also hier, wo sich mehr anhäufen, das ist dann halt meist so dieser Treff hier vorne, da manchmal irgendwo da an gewissen Punkten ganz vorne oder so in der Mitte sind dann halt gewisse Punkte, wo viel Cobblestone sich ansammelt gleichzeitig. Das ist halt dann immer vom maximalen Aufbau her viel, viel zu krass. Induction, ne? Induktionsherd, da Induction Ofen. Da brauche ich einen erweiterten Maschinenblock, einen elektrischen Ofen. Den erweiterten Maschinenblock, den kann ich sogar auch bauen. Oder auch nicht. Doch, da ist er. Erweiterter Maschinenblock. Mach mal bitte ein. Dann. Ich sag mir nicht, dass du den schon fertig hast.
Ach, den hast du. Das ist doch geil. Brauche ich. Nee, einen Generator brauche ich nicht. Ich brauche einen elektrischen Ofen. Okay. Dann brauche ich einen elektrischen Ofen, dann brauche ich einen eisernen Ofen. Ach, das geht doch noch hier alles. Lillilip. Einmal den eisernen Ofen. Dann einen Electric Ofen. Danke, dass ich den nehmen durfte. Der hat aber bestimmt für irgendwas zum Köften gebraucht. So, elektrischer Ofen. Dies. Jetzt brauche ich Kupfer oder Kupfer, das ist mir relativ. Induction Ofen, nice. Läuft. Jetzt haben wir noch, was haben wir noch hier? MS und HV. Ach ja, genau, von HV runterköpfen. Jetzt ist mir irgendwie was aus dem Stuhl runtergefallen. Da sind auch diese Schablonen, die ich meinte. Die habe ich noch. Was habe ich noch? Da habe ich noch alles hier drin. Zentrifugen habe ich noch. Tanks habe ich noch drin. Meine Güte, habe ich ja noch viele. Was ist hier runtergefallen? Ach, ich sehe es. So ein Nöppel von den Schrauben her, wo die sitzen. Dies. Ja, jetzt warte ich eigentlich nur auf das HV-Panel, was da eigentlich hin müsste. Ein Medium hat er schon. Ich kann den auch da hinten hinsetzen. Dann brauche ich Kabel und einen Hebel. Kabel habe ich hier. Und schauen wir mal, ob ich hier irgendwo einen Hebel habe. Nein. Nein. In der Redstone-Kiste. Da habe ich noch einen. Ein paar Hebelchen machen. Dann lasse ich den da hinten laufen. Halt, stopp. Diakisten. Machen wir mal zwei Stück, danke. Und Trichter. Oh, Trichter. Ja, dies brauche ich auch noch alles hier. Aber Trichter werde ich auch nicht nirgends hier so haben. Habe ich, glaube ich, auch mal per Hand gemacht, oder? Ja. Da war auch noch eine Diakiste drin. Ich schaue gerade oder so. Ich glaube nicht, dass ich die Trichter irgendwo mal gemacht habe. Da, ne, das ist ein Kessel. Trichter kann ich machen. Da machst du mir auch noch zwei davon. Das ist ja für den kein Problem, sehe ich ja hier. Nix ist das für den da. Dann könnte man sozusagen, was an Julio Meta da hinten produziert wird, ja eigentlich umwandeln in Kohle für Kohlestaub mit dem Kompressor und einen Messwater dafür machen und ein bisschen Rubber. Eigentlich so, was man so sonst auch hat alles. Wären alles Optionen. Wo machen wir den Schlingel denn hin? Gefällt mir nicht. Ja, ist ein bisschen länglich geraten. Und hier ist auch das, hätte ich mal das noch ein bisschen da hinten gemacht. Hätte ich den Platz jetzt dafür. Den hätte ich auch woanders hinsetzen können. Eigentlich brauche ich den ja nur nicht da hinsetzen, dann knallt er mir gleich weg. Ich mache ihn einfach hier in die Wand rein. Warum nicht? Kann man doch einfach hier ganz gemütlich, habe ich jetzt gut. Jetzt habe ich diesen Stein ja nicht gerade mit. Ach, hinter sogar Licht. Das ist doch herrlich. Blub, 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 blub. So. Und wenn wir jetzt hier dit und dis nehmen und hier einfach nur Induction Furnace. Ah, ist ja klar, das sind aber pumpt auf jeden Fall da rein. Dann kann man das doch hier eigentlich ganz gemütlich hinmachen. Ich glaube, der rote Punkt muss es sein. Ich glaube so rum. Will ich jetzt nicht behaupten, dass es falsch rum ist, aber ich glaube mal, dass es so ist. Oh, hatte ich noch das Zeug. Jo, den Stein habe ich hier sogar hier mit. Prima.
Dann machen wir alles in diesem Betonstein. Jetzt will ich hoffen, dass es nicht in der Luft fliegt. Läuft. Du kriegst keinen Strom. Warum? Warum kriegst du keinen Strom? Man sagt nicht, dass du andersrum laufen musst. Okay, der geht schon mal. Der jetzt noch nicht. Schleiche mich mal eben hier zwischen. Ah, er kriegt Strom. Also muss es andersrum. So, und dann kann ich hinten einfach mal zumachen. Dann ist... Ah ne, hier ist eh ausgeleuchtet, also. Alles gut, würde ich sagen. So, das machen wir so. Und dann kommt noch mein Lieblingsstein immer hier hin. Jetzt muss ich irgendwo einen Hebel anbringen. Am einfachsten einfach hier. Jetzt heizt bitte auf. Er heizt auf, er heizt auf, er heizt auf. Super, 1%. 2%, das läuft. Nice. Wenn das läuft, dann können wir doch mal hier mal ein bisschen Wabba mehr holen, weil das dauert mir doch etwas zu lange. Wabba, 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 Wabba. Finde ich wieder so schnell hier. Mach mir mal... Keine Ahnung. 1024. Ah, finde ich auch nicht, weil es unter Kautschuk steht. So, und dann kann das eigentlich in den Induction Furnace rein. Der läuft ja viel schneller und effektiver als was anderes. Jetzt habe ich nämlich das Befürchtung, dass das mit dem Hebel hier nicht funktioniert. Ja, das war schon fast klar, dann mache ich den Hebel hier hin. Weil der dieses den Transformator noch angetriggert hat mit dem Block da. Und der Transformator im Redstone-Signal.